Hallo, ich bin Raphael vom Goldfuß-Museum für Paläontologie in Bonn und ich möchte euch heute etwas über Moas erzählen. Moas, das sind ausgestorbene Riesenvögel aus Neuseeland, von denen es kleinere, aber auch größere Gattungen gab. So ein Moa erinnert auf den ersten Blick etwas an einen heutigen afrikanischen Strauß. Allerdings gibt es entscheidende Unterschiede. Der Moa hatte beispielsweise keine Flügel. Auch die Füße waren viel größer und klumpiger beim Moa als beim Strauß und er lief auf drei Zehen, nicht wie der Strauß auf zwei Zehen. Auch die Proportion der Beinsegmente ist etwas anders beim Moa als beim Strauß. Durch all diese Informationen wissen wir, dass der Moa viel schwerfälliger und langsamer war als der Strauß. Unsere Exemplare vom Moa wurden gespendet vom Julius von Haast, einem deutschen Auswanderer nach Neuseeland im 19. Jahrhundert. Der Moa hat eine sehr tragische Geschichte hinter sich, denn schon kurz nachdem die ersten Menschen, die Maori, in Neuseeland Fuß fassten, war er ausgestorben. Die Maori bejagten ihn so stark und so schnell, dass es ihn schon bald nicht mehr gab und die ersten Europäer im 18. Jahrhundert schon gar keinen Moa mehr zu Gesicht bekamen. Ich finde es erschreckend, dass ein so großes Tier so schnell aussterben kann. Auch heute sind besonders viele Tiere vom Aussterben bedroht. Bei welchen Tieren fändet ihr es denn besonders schade, wenn die nur noch ausgestopft im Museum zu betrachten wären? Schreibt es uns in die Kommentare.